Hallo liebe Leute, ich bin's wieder mal, der Michael aus Rüsselsheim. Jo, ich sag euch, die wollen drei Monate, wollen sie die Tickets kostenlos machen. Sonst auch so schnellstens möglich einführen. Und fahren eh ja mehrere Leute mit der Bahn als mit dem Auto, wenn es kostenlos ist, warum man das nicht weiß. Es gibt manche Städte oder manche Regionen, wo es eh kostenlos ist. Wenn ihr dieselbe Meinung seid wie ich, eigentlich könnte man das gleich kostenlos machen. Dann muss man eben gucken, wo man das Geld wieder aufkreisen tut. Aber die ganzen. Es gibt ja auch ältere Leute, die können sich nicht ständig eine Busfahrkarte leisten, die dann werden ja die Fahrkontrolleure ja arbeitslos, werden sie ja arbeitslos, ja, müssten die ja umgeschult werden. Aber es wäre eigentlich eine gute Idee, das so zu machen, man kostenlos. Es gibt ja Regionen oder Länder, wo die Fahrkarte gar nicht kostet. Ja? Da muss man eben gucken, wo man das Geld wieder wo man das Geld wieder reinbekommt. Aber wenn ihr dieselbe Meinung seid wie ich, wenn das kostenlos sein soll, dann stimmt bitte in den Kommentaren ab und macht den Daumen hoch. Der Michael aus Frankfurt wieder mal. Jo. Ich bin gerade draußen, das hört man ja auch vielleicht. Schönes, ich sitze gerade im Vorgarten von meiner Mutter. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis in nächstes. Tschüssi, euer Michael.